Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von Daniel Blocher bei diesem wunderbaren Sommertag. Die Sommerferien haben angefangen. Sind Sie auch schon ein bisschen in der Sommerferienlaune? Ja, ich habe ein bisschen weniger zu tun in den Sommermonat. Und ich bleibe aber in der Schweiz. Erstens ist es hier am schönsten. Und zweitens, es gibt jetzt überall so Freilichtspiel. Da gehe ich im Sommer immer so Freilichtspiel. Jetzt diese Woche bin ich an einem Ort, wo ich jedes Jahr hingegangen. Da sind die Freilichtspiele in Ballenberg. Die sind darum auch schön, weil sie natürlich eine ganz gute Kulisse haben. Und die haben dieses Jahr spielen die Uli den Knecht. Jetzt können wir ein bisschen salopp sagen, das ist ja eine Schweiz, die es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Ja, aber wer eben den Gotthelf kennt, weiss, das ist unvergänglich, die Prinzipien. Also ich kann als internationaler Unternehmer, als Exportunternehmer, immer meinen Leuten gesagt, wenn ihr eine gute Führungsliteratur lesen, etwas, das hilft, ein Unternehmen zu führen, müsst ihr Uli den Knecht und Uli den Pächter lesen. Welches ist jetzt wichtiger, der Knecht oder der Pächter? Ja, das ist, der Knecht ist der Werdegang zum Direktor. Aha. Der soziale Aufstieg natürlich. Ja, es ist ein Arbeitsaufstieg, das ist ja das Innere vom Gotthelf. Entwicklung ist ja ein Entwicklungsroman im Grunde genommen, oder? Uli der Knecht und Uli der Bächter. Das ist ein guter Entwicklungsroman. Also der Uli, der mittellose Knecht, der das Gefühl hat, ich fange nur unten an, oder? Dann der Bodenbauer, sein Lehrmeister, der sagt, los, es hat jedes sein Bürdel zum Tragen. Und je früher das die Trage gewünscht, desto leichter wird es. Alles so handfeste Grundsätze. Und der Uli, der sagt, ich bin nichts, oder? Dann, wie junge Burschen das haben, oder? Dann fängt er an wiebern, sage ich jetzt einmal modern. Alkoholzeit hat er auch, Schlägereien und so weiter. Also Sturm- und Drangjahre und Pubertät, wenn man so will. Und ein Lehrmeister, und dann sagt, los, das geht nicht, mach es recht und so weiter. Und nachher ihm hilft und sagt, du kannst Meisterknecht werden. Dann kommt er in die Glunke. Das ist ein ganz schwieriger Bauer, faule Knechte und so weiter. Und nachher sagt er, wo der Bauer besucht hat, und dann sagt er, der kann Pächter werden. Und dann noch furchtbare Kinder, andere, oder? Nichts sind, Pächter werden, dann wird der Pächter. Und wo liegt die Grösse, führungsmässig? Das ist die innere Haltung, die einer hat, oder? Verantwortung, Pflicht und so weiter. Und das ist unvergänglich. Da kann jetzt einer, das braucht einer, ob es elektronisch gibt oder nicht elektronisch ist. Also so die, viel... die digitale Welt, meine ich. Ja, so, ja. Die heutige Welt, ja. Jawohl, ja. Also die digitale, aber man kann nehmen, was man will. Jeder technische Fortschritt, da braucht es immer. Und das ist ja auch, so ist ja die Schweiz wirtschaftlich etwas geworden, weil sie ja von unten müssen anfangen mussten. Uli der Knecht müssen unten anfangen. Und jetzt komme ich zu einer Zeitbetrachtung. Es ist ja interessant, in der heutigen modernen Zeit einen Uli der Knecht aufzuführen. Weil das passt ja nicht in die Zeit, die meint man. Aber das... Aber ist der nicht immer populär gewesen? Ja. Ist doch wie Heidi eigentlich so ein... Also schon, vielleicht schon populär gsi, aber auch Heidi und so weiter war zeitweise verachtet gsi, oder? Das Heidi-Land und so weiter, das hat man gesagt, ja, das ist so etwas... So für Touristen, ja. Aber die haben 27 Aufführungen und haben jetzt noch einen hingeschoben. Die sind 10 Tage vor der Premiere ausverkauft. Zeigen doch etwas, dass da die breite Bevölkerung Lust hat, wieder so etwas zu sehen. Und zwar, wenn sie dort ankommen, nicht eine heile Welt, sondern sie haben also den Gotthelf wirklich sehr gut vertieft. Der Kronos geschrieben hat, der Glarner, der hat das sehr gut gemacht. Aber es ist ja ein Roman. Der Gotthelf ist ja ein Roman, das ist ja kein Theaterstück. Es ist ja schwierig gewesen. Sie müssen auch den ersten Teil eigentlich weglassen. Sie nehmen nur gerade den Teil, wo der Meisterknecht ist und dann mit der Szene mit dem Vreneli, das ist ja auch eine Liebesgeschichte natürlich. Gotthelf war ja ein grosser Kenner natürlich von den Menschen.
Das ist ja vor fast 200 Jahren, 1841, geschrieben worden. Und ich habe Uli der Knecht und den Berchter ein paar Mal gelesen. Ich habe auch darüber geredet. Und natürlich gibt es den berühmten Gotthelf-Film vom Schneider und so weiter. Und der hat, es hat nichts Kitschiges und Primitives auch in diesem Stück drin. Das ist ja ein bisschen gefährlich mit diesen Freilichtspielen. Du kannst ja ein bisschen Spektakel machen, oder? Mit der Landschaft und so weiter. Und dann zudecken. Also das ist jetzt einfach. Aber interessant ist doch noch der Ballenberg. Ich meine, man ist ja dann in dieser Zeit drin. Es ist kein modernes Theater. Nein, nein. Aber das allgemeingültig, das ist wie immer, Shakespeare kann man ja heute auch lesen. Das ist ja auch nicht gestern geschrieben worden, oder? Ja. Oder? Und die ganz grossen Sachen sind als allgemeingültig. Und darum meine ich, als Führungsliteratur in der modernen Zeit, ist natürlich eine Provokation von mir. Und dann sagen, lesen mal Uli den Knecht. Also, ihr meint natürlich, ihr seid kein Knecht, ihr seid ja ausgebildet, ihr studiert. Und digital und ich weiß nicht was alles. Und das war ja einer, der da mit den Hörn im Stall und im Mist zugeht. Also, es hat mich sehr beeindruckt, die Aufführung, dass das möglich ist. Das ist, es gibt eben einen soliden, konservativen Trend heute in der Bevölkerung. Das merke ich. Jetzt haben Sie da etwas Interessantes gesagt, eben Film vom Schneider. Jetzt mache ich noch eine Klammerbemerkung. Mit dem Regisseur Schneider haben Sie, glaube ich, noch Kontakt gehabt? Ja, ganz im... Der die Gotthelf-Film gemacht hat? Ja, der hat mir erstens viel geschrieben. Und da ist er geistig noch gut, ist am Schluss ja auch dement gewesen, oder? Aber da war er also noch gut zu gsi. Und er war natürlich sehr besorgt über die Filmentwicklung. Und ich habe dann auch die Gotthelf-Film noch mal angeschaut. Ich habe heute die Kassette, kann man die beziehen, oder? Und die Filme sind mit so wenig Mitteln gemacht worden, schwarz-weiß. Also, ich habe wirklich grossen Respekt, was die gemacht und geleistet haben. Und natürlich, das kann man dann im Film sehr schön machen, oder? Also, der Kirchgang und der Gottesdienst, der Dings, der Uli der Knecht und Uli der Pächter, jetzt habe ich, lesen Sie jetzt dann wieder. Das ist schon nächstes Mal. Das ist natürlich auch eine Predigt vom Gotthelf, oder? Wie wird ein rechtschaffener Mensch? Ja. Kannst du es auch so trainieren? Und das hat der Schneider gezeigt. Und er war eigentlich ein bisschen enttäuscht über den riesen Aufwand, den man braucht für den Film. Aber das eigentliche schöne Kernstück nicht zeigt. Und er hat gefunden, er hat am Schluss auch gelitten unter einer Weltveränderung, wo er vielleicht zu pessimistisch gesehen hat. Und dann ist er leider dann dement worden. Das also hat man dann nicht mehr gut können reden mit dem. Also, Themenwechsel. Gehen wir noch mal ganz kurz auf das Thema, das uns die letzten paar Wochen beschäftigt hat, Griechenland. Es sieht so aus, wie sie könnten Recht bekommen. Ja. Also vor zwei Wochen hat man gemeint, die Griechen fallen ab und jetzt findet wieder die Annäherung statt nach deren Abstimmung. Wie hätten Sie eigentlich gestimmt, wenn Sie Griech gewesen wären? Nein. Ja klar. Wenn ich Griech gewesen wäre, hätte ich gesagt, die lassen ja uns ja nicht fallen. Sie sagen es ja immer, die lassen wir nicht fallen. Also, erfüllen die am Schluss unsere Forderungen? Jetzt muss ich einfach die Forderung stellen und der Präsident hat ja nicht mehr allein stellen. Jetzt hat er gesagt, jetzt muss ich noch ein Volksvotum sagen, zum Herbleiben. Er hat ja immer gesagt, ich will es nur haben, damit ich ein besseres Angebot bekomme. Und ich spüre da eine gewisse Bewunderung. Ja, bewundere ich nicht. Das ist natürlich eine Erpressung auch, oder? Ja. In Verhandlungen ist es ja immer ganz wichtig, dass man merkt, was will eigentlich der andere und was will ich. In Bern wissen sie nicht einmal, was will ich. Was will die Schweiz? Die gehen verhandeln, ohne dass sie wissen, was sie wollen. In der ganzen Masseneinwanderung können sie gut diskutieren über Lösungen. Statt dass sie sagen, das machen wir so, fertig. Jetzt muss man den Gegner richtig einschätzen. Und da kann man jetzt dem Zypern sagen, der hat die Regierung, der hat Europa richtig eingeschätzt. Sie muss auch sagen, also Frau Merkel vor allem, hat ja immer gesagt, wir können, also Griechenland muss dabei bleiben und aus dem Euro ausscheiden. Also im Gegensatz zum Herrn Schäuble. Der Euro ist die EU. Dann sagt er, ja, wenn es so ist, dass man uns nicht fallen lassen kann.
Erstens können wir ausgeben, so viel wir wollen. Zweitens, die geben uns am Schluss das Geld. Oder? Und natürlich hat es jetzt Kreise in der EU, die sagen, mal, wir könnten alle gehen lassen. Es gibt ja Regierungen, die sagen, also, ich bin überzeugt, die Mehrheit in Europa findet, also in Deutschland, also den könnte man. Also der darf man nicht mehr tragen, weil das ist ja ein Schuldner, der überschuldet ist. Der muss, wenn du nicht mehr kannst retten kannst, muss halt den Konkurs machen. Dann verlieren als Gläubiger das Geld. Und da können sie aus politischen Gründen, das ist eben der Fluch von dieser ganzen Konstruktion, alles sind politische Konstruktionen. Die Währung darf an sich nicht eine politische Konstruktion sein. Das muss, es kann schon politisch sein, aber es muss ökonomisch stimmen. Und das stimmt ökonomisch nicht. Aber, wir werden es dann sehen. Also ich bin überzeugt, die haben die Kraft nicht, um den in Konkurs gehen zu lassen. Das ist ja die bittere Konsequenz. Aber das sind ja dann immer auch die Neuanfänge, wo es wieder geht. Also werden sie nochmal Geld geben und wie lange das geht, wie viele Jahre, das kann ich auch nicht sagen. Irgendwann ist das einmal fertig, oder? Ja, ja. Gehen wir nochmal zurück in die innenpolitische Situation. Letzte Woche haben Sie es, glaube ich, noch angetönt in dieser Sendung. Ein Parteitag in, wie heißt es, Krenz, glaube ich. Kerns, ja. In Obwalden. Wie kommen Sie aber eigentlich auf die Ortschaften? Ja, wir gehen immer in andere Kantone. Jetzt ist halt Obwalden ist jetzt dran gewesen, oder? Also die Innerschweiz, wir gehen nicht immer in alle Kantone, oder? Aber man tut ein bisschen abwechseln. Die Kantone bewerben sich auch darum. Die müssen es auch organisieren, oder? Aha, das ist dann so eine Ausschreibung. Wer dann wirklich in der Partei? Ja, ja, also Ausschreibung nicht. Einfach, die melden sich. Wir möchten gerne auch mal wieder einen Parteitag. Für Zürich ist es auch nicht so wichtig, dass wir hier einen schweizerischen Parteitag haben. Zürich hat so viele Anlässe und Gottesohn. Aber in diesen kleinen Kantonen, da kommt die Partei, die Parteispitze, der Bundesrat kommt, der bundesrätliche Vertreter, Ueli Maurer hat eine Rede und der Parteipräsident, der eine Eingangsrede hat und so weiter. Jetzt ist der Köppel auftreten. Aber das ist auch neu gewesen für die Leute, oder? Seine Premiere, weißt du das? Jawohl, ja. Ja, das ist sehr gut angekommen. Also er hat auch den Ton gut gefunden. Also den Köppelton darf man nicht unterschätzen. Und er hat auch originell, oder? Und witzig hat das gemacht. Also er hat gesagt, ja, jetzt schreiben sie da, die SVP ist die neue intellektuelle Partei, weil wir da so ein paar sind, die einen Studienabschluss haben. Dabei muss ich euch sagen, die haben gar nicht gemerkt. Das ist ja die intellektuellste Partei, die es gibt in der Schweiz. Wer hat denn die Hauptprobleme, wo das Europa oder die Schweiz betrifft, erkennt als erstes? Die Europafrage, oder? Das ist jetzt also 23 Jahre her, oder? Wo wir abgestimmt haben über den Beitritt zum EWR und zur Europäischen Gemeinschaft, oder? Also EWR, ja, Europäische Gemeinschaft. Jawohl, ja. Ja, der Bundesrat bleibt immer so, wie wenn wir nicht überreden. Der Bundesrat hat klar geschrieben, seine Botschaft das Parlament. Die Lösung EWR macht nur den Sinn, wenn man nachher in die EU geht. Darum hat er auch das Gesuch hier eingereicht. Also, der berühmte Gesuch, der irgendwo liegt. Und ich glaube auch, wenn die SVP nicht dagegen gegeben hätte, glaube ich nicht, dass es gelangt hätte in einer Volksabstimmung. Da war man in so einer Europa-Euphorie. Das war ja furchtbar. Heute sehen die Leute jeden Abend, was hier abläuft. Also direkt berechnen sie es nicht mehr. Das Problem ist, wenn sie es kaschieren. Oder? Die nächste Abstimmung ist ja auch eine EU-Abstimmung. Die heisst dann, irgendwo die bilateralen Weg fortsetzen oder so etwas gehabt, aber innen dran ist die, da führt sie die EU. Und das hat die SVP als erste Partei realisiert und da unter grossen Beschimpfungen auch durchgesetzt in Volksabstimmungen. Wer hat die Ausländerkriminalität aufs Papier gebracht, was man müsste machen? Masseneinwanderung. Jetzt das ganze Asylchaos, nicht nur die Schweiz ist, sondern ganz Europa trifft. Niemand weiß, was machen. Als grosse Konferenzen. Das war die SVP. Das ist eine intellektuelle Partei. Also das ist jetzt ein neues Slogan von Ihnen. Jetzt aber interessant, Sie haben vorhin gesagt, die Rede vom Parteipräsidenten, die hat fast noch mehr zu reden gegeben als die Rede von Roger Köppel.
Der Toni Brunner hat ja zum Widerstand aufgerufen. Das ist ja noch ein eine heikle Geschichte, oder? Ja, man muss aufpassen. Widerstand leisten ist nichts Schlimmes. Das gehört dazu. Das ist etwas vom Wichtigsten in der Demokratie, dass man auch Widerstand leistet. Aber zum Ungehorsam aufgerufen, das ist natürlich schon noch heikel, ja, oder? Das hat er hat nicht zum Ungehorsam aufgerufen. Er hat sich auch nicht geäußert zu dem. Wir sind eine Partei, die auf dem Boden der Legalität ist. Wenn man dann den verlässt zum Widerstand, das ist die Revolution, oder? Und da es kann ja mal Zeit geben, wo es im Staat so schlimm ist, dass man sagt, jetzt halten wir Gesetz nicht mehr ein. Aber das ist jetzt noch nicht, oder? Das ist ganz etwas Gefährliches. Da bin ich immer, wenn man schon kann, nach einer Mehrwehrabstimmung, wo der Bundesrat das Abstimmungsergebnis anerkennen wollte. Da hatte ich Volksversammlungen mit weit über 1000 Personen, oder? Dann hätte ich eine Fackel tanken und das Bundeshaus anzünden. Die waren so glatt gegen die eigene Klasspolitik, wo natürlich Widerstand machen gegenüber dem, wo der höchste Gesetzgeber geschlossen hat. Das sind im Grunde genommen natürlich die ganz Gefährlichen, die zum Widerstand, die müssen nicht aufrufen, die machen es einfach. Toni Brunner hat nicht gemeint, man müsse Widerstand leisten und illegale Sachen machen. Sondern er hat natürlich zum legalen Widerstand aufgerufen. Die Gemeinden wehren euch mit allen Mitteln, die ihr habt. Und jetzt, wo man sieht, hat wieder einen Hintergrund. Der Bund ist vorangegangen. Wir waren in der Kommission. Ich weiß nicht, von wem das kam, die gesagt hat, ja, vor allem? Ja, will das jetzt nicht sagen. Das ist ja Kommissionsgeheimnis, oder? Wenn man das an. Das ist ja auch Unsinn, das ist ja nur zum Glühdecken, oder? Das ist ja nicht etwas Ernsthaftes. Aber heute muss man sich auch da dran halten, wo gesagt hat, ja, wir kommen einfach mit den Bewilligungen nicht schnell durch bei den Gemeinden. Baubewilligung und Einspracheverfahren. Jeder Privat hat ja das auch. Also nehmen wir das weg für die Benutzung von den militärischen Unterkünften, die man da jetzt benutzt, oder? Für die Asylunterkunft gibt es keine Einsprachemöglichkeit, keine Baubewilligung mehr und so weiter. Man hat einfach den Rechtsstaat, der einem Bürger dient, außer Kraft gesetzt. Und jetzt haben die Gemeinden keine Mittel mehr. Wenn du nicht Einsprache machen kannst und nicht kannst, was musst du denn machen? Du musst halt dann noch machen, wo du bleibst, oder? Und es ist ja klar, wenn die Leute merken, dass das Volk, also die Gemeindebevölkerung, das unbedingt nicht will, dann braucht es viel, bis man sich durchsetzt. Und jetzt hinten dran kommt eben wieder etwas anderes. Der Fehler von der Asylpolitik ist im Moment, möglichst viel einzulassen, möglichst viel da zu behalten und möglichst viel unterzubringen. Sie verwalten es nur noch. Ja, aber gleich nochmal, wenn jetzt so etwas kommt von diesem Widerstand, es ist ja gleich noch relativ heikel, oder? Sie sehen ja, wie es übergekommen ist bei der Bevölkerung oder bei den Medien. Wenn dann wirklich mal irgendetwas passieren würde bei einem Natürlich. Die SVP hat aufgefordert. Ja, das ist ja klar. Man wird sicher auch einen Grund finden und sagen, ja, also wenn sie Widerstand machen und es nichts nützt, oder? Sagen wir, sehen wir, dann nützt das nichts. Die Weltwoche hat das auch schon ein kleinerer Fall. Ja, dann nützt das nichts, oder? Aber dann musst du halt prägen. Das Risiko musst du halt eingehen. Wenn du wie jeder Sache, die du sagst, hörst, jetzt haben sie dir die Möglichkeiten weggenommen, zum Widerstand leisten. Jetzt musst du halt auf andere Art und Weise. Dann passiert etwas. Was wäre denn für einen Widerstand, der legal wäre? Ja, da muss jede Gemeinde natürlich selber schauen. Das kann, man muss schauen, in welcher Situation das ist, was für ein Gebäude ist es, wo ist es, Zufahrten und so weiter. Also, da muss jeder Gemeinde schauen, was können wir machen, oder? Und jetzt kann man sagen, ja, dann sind wir dagegen, dass man die unterbringt. Die Asylpolitik muss darauf ausgerichtet werden, dass nur die, die an Leib und Leben verfolgt sind, aber wirklich verfolgt sind, dass man die da behaltet, unterbringt. Man muss sie leider in den Leistungen auf einem Minimum behalten, sonst zieht das einen Haufen andere an, um wieder Leistungen zu holen. Und
Es muss darauf ausgerichtet sein, wie mache ich, dass nicht so viel kommen. Und nicht schauen, was mache ich, dass ich so viel unterbringe. Und der Bundesrat setzt da dauernd neue falsche Akzente, auch nach außen. Ich meine, dass ein Bundesrat in Capri geht, ins Asylheim zu Mittag essen. Und haben Sie gesehen? Völlig ohne etwas mitzuteilen ist das passiert. Das hat niemand gewusst. Ich weiss auch warum. Also wie niemand gewusst? In der Bevölkerung und der Gemeinde und so hat man das nicht mitteilt, dass er dort hingeht. Aus Sicherheitsgründen. Weil er Angst hat, das gebe ich nachher Widerstand von der Bevölkerung. Die benutzen denn das. Also der Bundesrat ist in Asylheim und nachher hat man es dann nachher bekannt gegeben. Okay, ja. Jawohl. Das ist doch auch etwas, oder? Jetzt von der eigenen Bevölkerung hätte man den noch schützen müssen. Es ist also. Es zeigt eben, dass es nicht stimmt. Wie würden Sie denn die Stimmung einschätzen im Moment bei der Bevölkerung? Ja, also, explosiv, oder? Nicht explosiv. Die Schweizer sind ja nicht eigentlich ein explosives Volk. Aber eine grosse innere Unzufriedenheit, oder? Dass über das Chaos, das wir haben, weil das merken die Leute. Ich habe Frau Sommaruga noch lange stehen und mit Lichtschrägen im Kopf sagen, wir müssen und dürfen und Zeug und Sachen und sind arme Kerle und sagen, hört mal, die werden vertrieben. Die Familie mit Kind. Und dann kommen vor allem junge Männer. Zwischen 18 und 30 und so, oder? Das glaubt ja niemand. Man sieht ja dann das Bild. Und es weiss auch jeder, dass wenn man denen sagt, wenn ihr mit dem Schiff kommt, rettet mir euch, dass noch mehr kommen. Da muss man ganz konsequent sein, nicht brutal und hart, aber man muss denen eine Verantwortung geben. Und bevor sie einsteigen in das Schiff, sagen, hört, ihr werdet nicht können landen. Konsequent wird sein, wenn ihr nicht landen könnt, dass ihr zurückkommt, oder wenn etwas passiert auf dem Meer, dann vertrinkt ihr. Sagen sie, das können wir nicht sagen, das sind arme Leute. Arme Leute haben auch eine Verantwortung. Zweitens sagen die Schlepper, muss man losgehen auf die Schlepper. Die verwünschen es nie. Die verwünschen die Schlepper nie. Also ich habe ja Gelegenheit gehabt, in den 4 Jahren, als ich das Amt hatte, haben wir das alles untersucht. Die Schlepper sind gar nicht die, die die Schiffe führen. Das sind andere, das sind auch übrigens Asylsuchende, die sie ausbilden, um die Kinder überzubringen. Man muss sich lösen von dieser Romantik, oder? Das ist ein Wirtschaftszweig und ein Wirtschaftszweig muss stilllegen. Und wie kannst du ein Wirtschaftszweig stilllegen? Indem du das Angebot wegnimmst, dass keine Leute mehr gehen wollen. Und die Leute wollen nicht mehr gehen, denn, wenn sie wissen, wir werden nicht aufgenommen in anderen Ländern. Wir müssen daheim bleiben. Und die jungen Männer müssen schauen, dass sie dort in dem Ort, wo sie sind, sagen wir einfach, sie haben keine Chance. Ich habe ja solche Länder besucht. Ja, wenn da ganze Leute hier umeinander stehen, nichts machen, den ganzen Tag, nicht einmal den eigenen Abfall, der die Häuser wegräumt. Das stimmt ja auch etwas nicht, oder? Also, man muss nicht so romantisch sein. Natürlich sind das arme Kaiben, natürlich haben die viel weniger Möglichkeiten, der Stab funktioniert dann nicht und so weiter. Aber, ausser, man sage ich, nein, wir machen die ganze Schweiz auf. Können alle kommen, die wollen, von der ganzen Welt. Das weiss doch jeder, dass das nicht funktionieren kann. Das geht nicht, das wollen wir auch nicht. Und jetzt, was macht man? Man sagt einfach jedem praktisch, der kommt illegal aus diesen Ländern und Asyl sagt, du bist ein Flüchtling. Das zieht immer noch mehr an. Also, Thema Asylpolitik wird uns sicher den Sommer und den Herbst auch noch weiter beschäftigen. Wir sind schon wieder am Ende dieser Sendung, an diesem wunderschönen Freitagmorgen. Das war Tele Blocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.